Primärforschung links in Ihrer Übersicht und Sekundärforschung. Primär, Primus, der Erste. Ne? Also Erst- und Zweitforschung sozusagen. Primärforschung ist die Erstforschung und Sekundärforschung sozusagen die Zweitforschung. Hier wird untersucht oder unterschieden nach Art der Informationsgewinnung. Wie gewinne ich meine Informationen? Mache ich das primärforscherisch oder sekundärforscherisch? Also nach Art der Informationsgewinnung. Primärforschung, wir haben schon gesagt, Erstforschung bedeutet Feldforschung. Feld, wir gehen ins Feld, so nennen die Marketingforscher das. Wenn sie losgehen auf die Straße und die Leute zum Beispiel fragen oder beobachten, dann nennt man das Feldforschung. Und Sekundärforschung bedeutet Schreibtisch. Bedeutet, dass sie das auswerten, was andere primärforscherisch ermittelt haben. Deswegen zweit, weil sie das auswerten. Also Schreibtischforschung bedeutet Daten, Tabellen, Internet, ne, solche Geschichten sichten und auswerten. Das, was andere primärforscherisch ermittelt haben, zum Beispiel das Statistische Bundesamt, auswerten und gucken, was könnte für mich hier wichtig sein. Sofort. Feldforschung noch im Überblick der Instrumente. Wir unterscheiden zunächst einmal 4 Instrumente im Rahmen der Feldforschung. Wir gehen ins wahre Leben und gucken, was los ist. Befragung. Beobachtung Experiment und Test. Wenn Sie jetzt fragen, was ist der Unterschied zwischen Experiment und Test, können Sie einen Moment warten. Wenn Sie nicht warten können, dann sage ich es Ihnen so ganz grob schon mal. In Form vom Test haben wir sehr viel Standardisierung. Da gibt es also ganz bestimmte Tests, zum Beispiel Store-Test, Produkt-Test. Gedanklich ist beides sehr ähnlich. Ja, man probiert einfach mal was aus. Das Experiment ist mehr so frei schnauzefrei definiert. Und beim Test gibt es ganz bestimmte Formen des Testes, die man macht. Zum Beispiel den Store-Test oder den Produkt-Test oder den Markt-Test. Das ist der Unterschied. So, ich sagte vorhin 4, das ist nicht ganz richtig, sondern es gibt eine weitere Form, nämlich eine 5. Form, die wir an die Befragung dranhängen können unten. Also unten an die Befragung machen wir noch einen Pfeil. Es gibt auch Lehrbücher, die das inzwischen als eigenes Verfahren als 5. oben dran strukturieren. Und zwar ist es das Panel. P-A-N-E-L, das Panel. Ist aber beides richtig, die 4 mit. Die 4 an die Befragung unten dranhängen, weil da kam es ursprünglich mal her. Oder als eigenes Verfahren, als 5. sozusagen daneben zu setzen, ist auch richtig. Ja, wenn Sie mal Langeweile haben, dann gehen Sie mal in eine Buchhandlung und schauen mal so in die Marketingbücher. Und Sie wissen ja schon, Struktur vor Inhalt. Das heißt, Sie schauen vor einem Inhaltsverzeichnis, statt da irgendwo anfangen zu lesen. Und dann schauen Sie mal, wie sind die so strukturiert. Und dann werden Sie sehen, manche machen es so, manche machen es so. Manche machen es als Unterpunkt der Befragung, also 1 Befragung, 1 Panel. Und manche sagen 1., 2., 3., 4., 5. Panel. Beides ist richtig. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.